Leute, zu einer weiteren Folge Destiny. Ich habe ja euch gesagt, jetzt kommt mein Infovideo, weil ich habe ja gesagt, nach 7 Videos mache ich auf Destiny, damit er geht, ja, bla bla bla. Müsstet ihr eigentlich schon im letzten Video sehen, wie es aussieht. Konnte ich meine Grafik noch nicht richtig verbessern. Muss ich dann nochmal einstellen, richtig. Gucken, ich habe ja gesagt, oh hier. Ich habe ja gesagt, dass Ahnung, wie es immer so sein, dass ich jetzt mein Infovideo mache. Okay, jetzt müsste es besser sein, wirklich. Nur no, mache ich mein Infovideo und erkläre euch jetzt mal ein bisschen über Destiny, so wie Halo, genau. Destiny, ja. Ja, jetzt zeige ich euch erstmal die Charakter, die es gibt. Ich sage, es ist zu hell, weiß ich schon. Warte mal. Wirklich, ich denke jetzt nicht irgendwie, meine Destiny-Videos haben eine schlechte Grafik. Ich versuche es wirklich, ja. Ich verstehe es einfach nicht. Aber guckt ihr euch trotzdem bitte an, ja, weil ich brauche diese Aufrufe und so für einen Anfänger halt, naja. Trotzdem fange ich jetzt mal an mit meinem Infovideo, also. Es gibt drei Charakter. Es gibt einen Warlock, den ihr gerade vor euch seht. Das ist so eine Art Zauberer. Es gibt einen Titan, den zeige ich euch gleich. Das ist so eine Art Kämpfer, der ist groß. Ein Jäger, das ist so ein kleiner, flinker Typ halt. Es gibt drei Superattacken. Sturmbeschwörer. Es gibt drei verschiedene für jeden Charakter. Sonnensänger und leerer Läufer. Ja, die Sturmbeschwörer habe ich, da schießt man so Blitze aus den Händen. Sonnensänger, da kann man sich wiederbeleben. Und leerer Läufer, da schießt man so Kugeln. Es gibt vier Arten von Waffen. Es gibt einmal hier diese hier, und zwar dieses gelbe. Das ist exotisch, das ist das Beste. Dann gibt es legendär, das ist lila. Es gibt auch exotische Rüstungsteile, es gibt alles halt. Also jetzt waren Rüstungsteile, gibt es legendär, das ist lila. Gibt es auch noch blau. Das ist selten. Und dann gibt es grün. Was grün ist, habe ich jetzt nicht, weil das das Schlechteste ist. Was Schrott ist grün, das habe ich jetzt leider nicht gerade da. Aber ja, leider nicht. Ja. No. Spielen werde ich jetzt nicht. Ich zeige euch nur die Sachen. Helm. Also was typisches für den Warlock ist immer der Reif. Das ist so sein, das ist so am Arm hier, dieses Ding hier. Hier. Und ja. Genau. Für den Jäger ist es der Umhang und für den Titan, der hat so eine Art Rock, so einen Mini-Rock. Hier ist noch das Inventar, da sehen wir unser Geld hier. Glimmer. Eine Lichtpartikel, die kann man benutzen. Waffenteile für Waffen, um die abzugraden. Rüstungsmaterial für Rüstung, hört sich ja so an. Exotische Bruchstücke, damit kann man sich exotische Waffen kaufen. Seltsame Münzen, damit kann man sich jeden Freitag und Sonntag und Samstag etwas Exotisches kaufen. Und Hardon-Essenz, das ist das Material eigentlich so für alles. Dann hier noch Munition, alles, also. Alles kriege ich bestimmt auch nicht in dieses Video rein, aber ein bisschen werdet ihr jetzt schon wissen. Ja, habt ihr jetzt das hier gesehen? Das ist jetzt der Warlock. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch wissen wollt. Das kann ich noch gerne in andere Videos reinpacken und so. Also bitte kommentieren und wie gesagt, abonnieren und so, ist ja klar.
Aber bitte auch Kommentare abgeben, was ihr noch für Fragen habt und so. Okay, jetzt mache ich einen kurzen Cut, um euch meine anderen Charakter zu zeigen. Jetzt zeige ich euch den Jäger. Ja, sind wir wieder da? Meinem Jäger. Das ist der Jäger. Wie gesagt, das ist so ein kleiner, flinker Typ. Auch da super. Nachtpritscher, genau. Nachtpirscher, keine Ahnung, irgend sowas. Da fliegt man in die Luft und schießt einen Pfeil, mit einem Bogen natürlich, irgendwo auf einen Gegner, dann wird er verzaubert, stirbt mit dem ersten Schuss und die anderen werden verlangsamt und sterben auch. Revolver hält, da kriegt man so eine brennende Waffe und schießt damit rum und jeder stirbt mit einem Schuss. Klingentänzer, da hat man Klingen in der Hand, wie gesagt, man tanzt dabei nicht, sondern läuft. Und erschlägt damit die anderen Leute. Nochmal Falkenmond 280, exotisch wie gesagt. Dann gibt es blaue Sachen. Ich lösche es mal kurz, weil die sind alle viel schlechter als meine Waffe. Hier bleibt blau, wie gesagt. Es gibt auch, natürlich gibt es in dem Spiel auch, hier ist eine Handfeuerwaffe, es gibt Schrotflinten, es gibt Snipers. Hier, es gibt Raketenwerfer, die sind eigentlich sehr interessant auch. Und es gibt Geister. Geister, damit scannt man Sachen und kriegt auch Sachen. Hier habe ich meinen exotischen Helm. Ganz schick. Meine Handschuhe, da sind Federn dran. Mein Blätter oder Feder, keine Ahnung, was das ist. Brustpanzer hier. Mein coolen Umhang. Genau, wie gesagt, hier ist der Umhang, das A und O eben, ja. So, ja. Hier gibt es auch den Sparrow. Das ist sowas, das ist nicht mein Schiff. Das ist bei Mission oder so, kann man frei einfach so ein Sparrow, so ein Transportmittel sozusagen rufen. Ja, das macht es halt. Man kann Abzeichen verdienen. Das sind die Abzeichen hier oben. Wenn ihr oben sehen kann. Es gibt Shader, das ist die Farbe von der Kleidung. Jetzt ohne den Shader wäre meine Kleidung so. Mit dem schwarzen Shader. So, eben, warte mal. So schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus ohne Federn, würde ich mal sagen. Ohne Shader, aber ich behalte mal trotzdem meinen schwarzen. Ja, das jetzt zum. Genau, das jetzt zum Jäger eben. Ja, zeige ich euch jetzt mal kurz meinen Titan. Hallo, zurück zu meinem Titan. Wie man ja sieht, das ist dieser fette Klotz hier. Bisschen erkennt man das auch. So, jetzt wird hier nochmal erklärt. Sonnenbezwinger. Da läuft man ganz normal auf der Erde rum. Brennt. Und mit einem brennenden Hammer. Den schmeißt man so oft man will, bis die Zeit halt abgelaufen ist. Und zerstört einfach alles mit einem Schlag. Verteidiger. Da springt man auf den Boden, setzt so eine Bubble, so eine Art Blase. Und da ist man geschützt. Da kann man nicht rausschießen, man muss man rausgehen, aber Gegner können rein. Aber niemand kann dagegen schießen, also ist man da drin halt geschützt und kriegt auch schneller Leben. Und Stürmer. Da springt man in die Luft, haut auf den Boden mit beiden Fäusten und da kommt da so ein riesiger Blitzschlag. Ja. Ihr seht, das ist hier mein höchster Lichtlevel-Account. Immer die Falkenmond exotisch. Eigentlich auf jedem Account habe ich die, aber diesmal mit 290 Schaden, also mehr. Eine Schrotflinte, Hetenwerfer. Ja, das könnte halt meinen legendären Helm, Handschuhe und Batterien dran, falls mein Controller leer geht. Mein Zeichen, das ist das vom Titan halt. Das ist so ein Rock halt, sowas in der Art. Ja, der hat dieses Abzeichen hier. Ja, wieder in den schwarzen Shader. Ohne den Shader wäre es dann so. Bisschen dumm. Ja. Unendliches Transportmittel. Und es gibt Schiffe. Das ist mein Schiff, das ihr gerade gesehen habt, von hier. Womit man überall frei hinfahren, fliegen kann natürlich. Und bla bla bla. So, hier gibt es das Sonnensystem, da hat man Schmelztiegel, da hat man jeweils Eliminierung, Kontrolle und diese ganzen Sachen eben. Ja, alles kann ich jetzt nicht erklären, das dauert ein bisschen zu lange. Und.
Das würde dann ein bisschen zu lange dauern, das jetzt alles zu erklären. Aber wie gesagt, Eliminierung habe ich im letzten Video gespielt. Das ist eigentlich ganz gut. Hier hat man die ganzen Sachen, hat man den Riff. Das ist so ein Alien-Posten, einen Mond, Venus, Erde, ja genau, Venus und Erde und Mars und Mond. Wartet mal kurz. Okay, ich bin wieder da. Mal kurz auf Toilette. Und ich wundere, irgendwas vibriert hier immer. Da ruft mich jemand an, aber ich gehe jetzt gerade nicht ran. Ja, genau. Mars, schmelzige Vorhut. Vorhut. Da kann man Strike spielen. Das ist so nur gegen Gegner. Ist ja eigentlich alles da. Hier ist noch ein Schiff. Mit so coolen Missionen und sowas. Da ist man gegen so einen fetten Boss. Genau, Mond, Riff, Venus, schmelzige Vorhut, Mars, Erde, Mond und der Turm. Zum Turm fliegen wir jetzt. Der ist eigentlich das Interessanteste, das zeige ich euch jetzt mal. Natürlich ist das denn ein Online-Spiel, ist ja klar, mit irgendwelchen Leuten. Ja, zeige ich euch jetzt mal. Mein Video kann auch nur noch 2 Minuten gehen. Wie gesagt, immer nur 15-Minuten-Videos. Ich versuche das mal bald zu ändern, aber zu lang sollen meine Videos natürlich nicht auch sein. Also mache ich einen kurzen Cut, bis ich da bin. Bis gleich. Okay, da sind wir im göttlichen Ort. Da, 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 da. Na, hier läuft man in dritter Person. Alles hier rüber kann ich jetzt auch nicht erklären. Ja, hier ist der Waffenmeister. Da kauft man sich Waffen, 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 wie gesagt. Hier für Engramme. Das sind sowas, wo man Sachen ziehen kann. Ist bei dem Typ hier. Hier hinten die Treppe hoch. Da kommt man zur Schiffsmeisterin. Da kann man Schiffe kaufen. Da ist noch ein Waffenmeister. Da kann man noch mehr Waffen kaufen und alles. Das ist dieser Östflügel hier. Da. Da wo ich ihn zeige. Da, 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 da. Ja, wie gesagt, alles kann ich euch nicht erklären. Wie gesagt, bitte kommentiert die Videos, falls ihr wirklich noch was wissen wollt. Bin mir nicht sicher, ob euch das jetzt reicht oder so. Also bitte sagt mir noch, ob ihr noch was wissen wollt, weil ich weiß ja nicht, wie viel ihr wisst. Diese Dinger hier, da geht man rein. Das ist der Tresor, wo man Sachen speichern kann. Ich habe sogar nichts drin. Man hier noch den Südflügel oder den Westflügel, glaube ich, genau. Zeige ich euch nochmal. Der hier. Wunderschön. Hier ist so eine Dame, da kauft man die Shader. Hallo. Also die Farben, ne, für die Kleidung. Hier in diesem wunderschönen Raum ist gar nichts. Da guckt man sich einfach alles an. Ganz okay. Ja, jetzt zeige ich euch noch eine. Nee, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Mal einen kurzen Cut, bis gleich. Okay, hier stehen wir jetzt. Also von da hinten sind wir gekommen. Laufen jetzt einfach hier rum, hier runter. Egal welche Seite man lang geht. Haben wir Eris Morn. Da kommt man meistens irgendwas, da verbessert man sich und kriegt Sachen. Irgendwas halt. Hier, Schmelztiegel. Je mehr man Schmelztiegel spielt, je mehr Marken kriegt man. Wenn man genug Marken hat, kann man sich neue Kleidungsstücke kaufen. Bei dem Typ wieder, wenn man genug spielt,
kriegt man Waffen vom Schmelztiegel. Schmelztiegel habe ich ja geklärt, was das ist. Und da hinten stehen die drei Vorhut-Tippis. Halt, wenn man Vorhut spielt, ne? Strikes. Einmal vom Warlock, Lady, ihr Jäger und Titan. Und das war jetzt mein Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Meine 15 Minuten sind abgelaufen, deswegen hatte ich so. Und ciao.